Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt endlich mal einen Vlog. Ich werde so oft danach gefragt und jetzt finde ich, ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, einen Vlog zu drehen, weil ich mit meinem Freund in den Urlaub fahre. Ich freue mich schon richtig. Also ich glaube, das wird richtig cool. Wir fahren nach Frankreich und haben jetzt erstmal 7 Stunden Fahrt vor uns, bis wir im Hotel sind und wir fahren zur Hauptfahrzeit. Also gerade fahren, glaube ich, richtig viele in den Urlaub. Also werden wir uns wahrscheinlich stauen. Also denke ich mal. Mal gucken. Und da kommt mein Freund auch schon. Bei unserem Zwischenstopp, also wir fahren nicht komplett durch an den Atlantik, sondern machen einen Zwischenstopp und unser Hotelzimmer ist, ja, hier, ich zeige euch einfach mal. Also ist eigentlich ganz gut, dafür, dass wir gar nicht mehr so viel gezahlt haben. Ja, das ist halt nur ein Bett und ein Schreibtisch und hier hinten ist noch das Bad. Hier. Hallo. Und wir gehen jetzt, glaube ich, noch schnell was essen, weil ich habe richtig Hunger. Guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen hier in unserem Hotelzimmer. Wir haben gestern noch das Fußballspiel geschaut und wir waren ja essen, das habe ich euch ja gezeigt. Auf jeden Fall ist es jetzt fast 8 und wir fahren jetzt los, weil heute haben wir nochmal genauso so eine lange Fahrt vor uns. Ich hoffe, wir halten bei Meckes an. Ich habe richtig Lust, bei Meckes zu essen. Wir sind endlich da. Also ich habe auch schon geduscht und wir gehen jetzt kurz einkaufen. Also wir brauchen noch was bis Frühstück morgen. Und dann geht es auch schon zur Surfschule, weil da haben wir jetzt so einen kleinen Kennenlerntag. Also nicht Tag, sondern einfach so ein Kennenlerntreffen. Genau, ich freue mich schon, die anderen kennenzulernen, die mit uns surfen gehen. Bevor wir jetzt gehen, wollte ich euch noch schnell das Apartment zeigen. Also hier ist die Toilette. Dann geht man hier so einen Flur lang und dann, ja, ist das auch schon unser Apartment. Also da ist unser Bett. Hier die Küche. Und hier ist unser Essbereich, da liegt auch schon mein Bikini, aber den benutze ich heute nicht mehr, weil es ist schon ein bisschen kalt. Wir haben sogar auch schon unseren Schrank eingeräumt, hier, sehr ordentlich. Und hier ist auch ein Balkon haben wir. So sieht das aus. Genau. Voll schön und ich freue mich schon richtig, da auf den Hütchenpark zu gehen. Das wird, glaube ich, richtig cool. Am Strand und haben uns den angeschaut. Der ist so schön und die Wellen sind so gut. Ich freue mich schon richtig, morgen surfen zu gehen. Wir müssen jetzt noch kurz unsere Neoprenanzüge abholen und ja, dann gehen wir vielleicht noch mal an den Strand. Wieder im Apartment und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch an den Strand gehen oder nicht. Also es ist halt schon dunkel draußen, aber ihr müsst mal rausgucken bei uns. Also hier ist voll das Leben. Hier geht es richtig ab irgendwie. Hier ist so eine Süßbar oder so. Keine Ahnung, da hinten ist ein Karussell. Ja, da wir rutschen und so. Eigentlich voll cool irgendwie, jetzt so ein bisschen Leben mitzubekommen nach dieser langen Corona-Zeit. Morgen, es ist jetzt 9 Uhr und ich bin halt schon wach und mein Freund nicht. Deshalb laufe ich jetzt zum Strand und schaue mir den an, weil mein Freund ist halt voll der Langschläfer und ich bin halt gar keine Langschläferin. Und damit er noch ein bisschen schlafen kann, schaue ich mir jetzt den Strand an.
am Strand und laufe jetzt so einen Dünenweg entlang. Wir waren ja letztes Jahr schon hier und den habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt gucke ich mal, wo der mich hinführt. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön hier. Also schaut, hier sind die Dünen, da ist die Apartmentanlage. Wir haben sogar so ein Rutschenparadies. Also da hinten, das sieht man jetzt leider schlecht. Wenn wir weitergehen, dann sieht man das vielleicht. Aber es gibt mehrere Rutschen, also nicht nur die Rutsche, sondern da hinten hinter der Düne sind auf jeden Fall noch 5 weitere Rutschen. Das finde ich ganz cool, da muss ich auf jeden Fall auch noch hin. Und hier hinten ist das Meer. Ich bin jetzt wieder im Apartment und ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Also einmal hätte ich zur Auswahl die Kombination mit einem weißen Hemd, also nur so ein pinker Akzent, oder ich mag zurzeit all white, um ehrlich zu sein, deshalb ein weißes Oberteil und dann die weiße Hose wieder und so ein Hemdchen drüber. Ich glaube, ich gehe für das, weil wir gehen jetzt zum Markt und ich finde, das passt besser zum Markt, oder? Also wir sind jetzt in Oskar angekommen, also das ist in der Nähe von unserem Urlaubsort. Wir mussten gerade so lange nach einem Parkplatz suchen, aber wir haben zum Glück einen gefunden und jetzt suchen wir mal den Markt. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich mache hier gerade schön Nudeln für uns und dazu, also die haben wir beim Aldi gekauft und dazu gibt es noch so Pesto. Wir waren jetzt bei unserem Surfkurs und haben auch schon Abend gegessen und der Surfkurs war richtig cool, also ich konnte wieder aufstehen. Also das, was ich letztes Jahr gelernt habe, habe ich nicht verlernt, das ist schon mal gut. Und ja, jetzt laufen wir zum Strand gerade und unser Apartment ist ein bisschen weiter weg als das Apartment von meinen Eltern. Deshalb laufen wir jetzt über den Strand zurück zu unserem Apartment und ja, mal gucken, wie lange das dauert. Wir haben uns gerade bei diesem Pizzaautomaten eine Pizza bestellt. Die ist jetzt gerade rausgekommen. Ich wollte euch das eben zeigen, weil ich das so cool finde. Thank you.